Denk ich an Deutschland in der Nacht, dann denke ich manchmal, boah, sind wir verstrahlt. Wir fahren relativ systematisch unsere Wirtschaft gegen die Wand. Wir fahren letztendlich damit unser Sozialsystem und unsere Demokratie gegen die Wand. Und was kriegen wir dafür? Relativ nichts, weil die Restwelt sich uns anschaut und denkt, boah, die Deutschen, die sind ganz schön verstrahlt, oder? Aber wir merken das nicht, sondern unsere Medien wollen uns ganz klar machen, dass das der einzig richtige Weg ist. Und wenn wir diesen Weg erfolgreich bestreiten, dann werden alle anderen uns folgen. Das Blöde ist, dass die anderen uns nicht folgen. Und das, was wir hier versuchen, das ist schön und das hat so eine Art, wie soll man sagen, protestantische Ethik. Dieser Versuch, klimaneutral zu werden, ist alles schön und gut, aber wir setzen an den falschen Hebeln an. Das Ganze ist immens ineffektiv und wir sehen bereits ja die Resultate in der deutschen Wirtschaft. Durch diese teilweise schon planwirtschaftliche grüne Ideologie sehen wir, dass nichts dem Markt überlassen wird. Alles versucht wird, durch Steuerung des Staates zu regulieren, aber am Ende, da bleibt uns wenigstens noch das Oktoberfest, meine Damen und Herren. Die Wiesen, die früher, und ich bin ja Münchner, noch wirklich ganz nett war, aber in den letzten 2 Jahrzehnten ist das kein Vergnügen mehr. Wenn Sie da versuchen, irgendwie im Bierzelt einen Platz zu bekommen, dann müssen Sie schon sehr früh aufstehen. Aber sei es drum, wir wollen jetzt uns mal die Dinge anschauen im Kontext. Und wir starten mit diesem Tweet von Michael Arouet, der sagt, also erst hat es die chemische Industrie erwischt. Klar, Energiepreise massiv gestiegen. Wir sehen jetzt die Probleme in der Autoindustrie und jetzt sehen wir auch natürlich die Bauindustrie mit immensen Problemen. Die Bauindustrie alleine macht etwa 10% des deutschen BIPs aus. Die Autoindustrie um und bei 800.000 gut bezahlte Arbeitsplätze in Deutschland. Was bleibt am Ende, sagt der Deutsche Bank und Oktoberfest? Naja, bei der Deutschen wäre ich mir nicht so sicher, aber beim Oktoberfest eher schon. Und wir wollen uns diese Dinge mal anschauen. Etwa hier dieses Heizungsgesetz, das Gebäudeenergiegesetz, das bedeutet, dass den Hausbesitzern in den nächsten Jahren massive Kosten drohen. Jetzt kommt die EU mit der Sanierungspflicht. Man will also den Gebäudesektor möglichst CO2-frei machen, möglichst ohne Emission von CO2. Dabei sind wir derzeit ja schon bei den Immobilienpreisen ziemlich am Rutschen. Wir haben heute die Baugenehmigung aus Deutschland bekommen, 32% gesunken zum Vorjahresmonat. Der Neubau ist weitgehend tot, kann man sagen. Und Christian Rieck, mit dem ich schon mal die Ehre hatte, der hat ein wütendes Video über dieses Gebäudeenergiegesetz gemacht. Jetzt werden wir arm, am Ende werden wir arm und schaden sogar dem Klima, weil wir die Hebel nicht in Bewegung setzen, die wir in Bewegung setzen müssten. Wir wenden unfassbare Gelder auf und entwerten den Immobilienbestand, vor allem eben ältere Immobilien. Die müssen dann unter hohen Kosten praktisch saniert werden, effizient gemacht werden. Das würde bedeuten, dass niemand ein solches Gebäude irgendwie kaufen wird von einem Vorbesitzer, weil sie sagt, ja, da muss ich ja wahnsinnig viel Geld reinstecken, da baue ich mir lieber ein neues Haus. Das macht gar keinen Sinn. Und dieses Gebäudeenergiegesetz macht, wie Christian Rieck schon zeigt, auch keinen Sinn, denn das, was wir in 6 Jahren damit einsparen, unter massiver Aufwendung von Kosten, von Geldern, das pumpt China in 2 Tagen an CO2 in die Luft. Da muss man sagen, wow, da habt ihr aber richtig, richtig mal einen rausgeholt. Und das ist das große Problem. Es ist eben falsch zu sagen, jede Einsparung zählt, sondern du musst versuchen, effektiv einzusparen. Das ist eben der richtige Schlüssel. Und das passiert nicht. Das sehen wir etwa schon mal hier bei dem Ausbau der Windenergie onshore. Da sehen wir, dass wir hier ja bis 2030 das Ziel haben, 115 Gigawatt zu produzieren. Jetzt sind wir unter 60 und schauen wir uns mal an, was wir in den letzten Jahren hier an Fortschritten geschafft haben, etwa die letzten 5-6 Jahre, ja, von 50 auf jetzt 58, vielleicht 59, wir haben also die Hälfte gerade mal erreicht. Das wird also nicht funktionieren. Jetzt mal ein Beispiel aus dem Offshore-Windbereich. Da ist es so, man plant an der Nordsee so einen ganzen Korridor mit Offshore-Windrädern. Eine tolle Sache, ist wunderbar. Nur das Problem ist, es gibt gar keine Rettungspläne für diejenigen, die da arbeiten. Die muss es aber geben, sonst wird so etwas nicht genehmigt. Und wir kennen ja unsere Bürokratie. Jetzt kommt noch dazu, dass die Bundesregierung sagt, naja, da Offshore, das ist dann Sache der Bundesländer. Jetzt liegen da Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Und da gibt es bestimmte Maßgaben, bestimmte Vorgaben, die dann
praktisch dazu führen, dass du komplett neue Infrastruktur bauen musst, damit du alleine schon die Rettung dieser Leute, dieser Mitarbeiter, die ja da einen gefährlichen Job auf See machen, da herrschen extreme Bedingungen, da musst du irgendwie hinkommen, da musst du hochsteigen. Diese Dinger sind ja riesig, was schon zeigt, dass die Effizienz relativ gering ist. Und das zeigt sozusagen dieses Kompetenzwirrwarr. Vermilia bis 2045 massiv Offshore-Wind ausbauen, aber das wird auch nicht funktionieren. Die Energiewende bleibt auf der Autobahn stecken, weil unsere Autobahnen gar nicht dafür geeignet sind und praktisch fähig sind, diese riesen Rotorblätter, die hier dann transportiert werden, zu transportieren. Oder dass das wirklich mit dieser Infrastruktur geht, mit Brücken geht. Da müssen immense Umwege gefahren werden. Da ist teilweise für eine Strecke von 100 Kilometern brauchen die 3 Tage, damit sie da irgendwie mal ankommen, wenn sie überhaupt die Genehmigung bekommen. Und wir fördern ja massiv den Ausbau der Elektromobilität, geben Tesla praktisch noch Geld dafür, dass sie die deutsche Autoindustrie gefährden. Und faktisch aber bauen wir damit, wie der Daniel Stelter sagt, eben auch die Autoindustrie in China auf, die natürlich vorwiegend jetzt Elektro produziert. Und Elektro klingt sauber, ist aber nicht sauber, weil die Folgeschäden eben woanders anfallen. Das ist das große Problem. Und hier sehen wir mal jetzt diesen Streit derzeit zwischen Atomkraft und Energiewende. Nämlich Deutschland kämpft gegen Frankreich. Frankreich sagt, wir haben Atomkraft. Und wir wollen, dass wir auch sozusagen unter Kosten letztendlich den Strom verkaufen können. Damit würde die deutsche Energiewende als das entlarvt, was sie ist, nämlich als sehr, sehr teurer Spaß. Je höher der Anteil der Erneuerbaren, umso höher faktisch die Kosten. Und hier sehen wir mal den Industriestrom 22, die Deutschen 16 Cent für also größere Betriebe, die Franzosen 8 Cent. Und jetzt hat sich heute Indien geäußert, zum Beispiel, einfach mal um diesen Kontext, diesen globalen Kontext hier ins Spiel zu bringen. Sie werden Deutschland nicht folgen, wenn die Wirtschaft um 7% wächst, so Singh, der indische Minister für diesen Bereich, dann wird auch die Kohleverstromung wachsen. Wir werden den Energiebedarf für unser Wachstum decken, weil wir ein Recht auf Wachstum haben. Die Heuchelei der Industrieländer ist erstaunlich und wir merken gar nicht mal, dass wir heuchlerisch sind, dass wir sozusagen hier anderen Kontinenten auch vorschreiben, letztendlich wie sie zu leben und welche Energie sie zu nutzen haben. Das lassen die sich nicht gefallen und das ist eben für die nicht darstellbar. Erneuerbare Energien bei diesem Energiebedarf, der auf die zukommt, ist nicht machbar. Dementsprechend werden die auch Erneuerbare nutzen, aber nicht nur. Und dadurch, dass wir hier total viel einsparen, ist da eben das Potenzial da, dass die dann diese fossile Energie günstiger bekommen, wenn wir als Nachfrager wegfallen. Also so richtig Sinn macht das Ganze nicht. Und schauen wir uns mal hier die letzten 4 Wochen an. Da haben wir sehr wenig Strom aus Wind praktisch produzieren können. Zuletzt im Sommer 2018 war es so wenig. Und gleichzeitig verbrannten deutsche Kraftwerke, nämlich Kohlekraftwerke, wieder deutlich mehr Kohle. Das heißt, wer derzeit ein Elektroauto fährt, der fährt gewissermaßen ein Kohleauto, könnte man sagen. Und all das ist natürlich ein Riesenproblem. Die Kohle soll auch abgeschafft werden, aber gleichzeitig wollen wir alles elektrifizieren. Wo soll der Strom herkommen? Das wird mit den Erneuerbaren nicht gehen, wenn der Wind nicht weht, wenn die Sonne nicht scheint. LNG ist super schmutzig. Neue Untersuchungen zeigen, wie schmutzig das überhaupt ist, was da an Schadstoffen austritt, sogar Radioaktivität austritt. Also auch das ist jetzt nicht die tolle Initiative. Habeck will ja auf Rügen da etwas bauen und dadurch, dass wir eben so viel Kohle nutzen derzeit und tendenziell auch absehbar weiter nutzen müssen seit dem Ausstieg aus der Atomkraft, bedeutet das, dass ein E-Auto schon bei dem deutschen Strommix sehr, sehr lange fahren muss, um eine bessere CO2-Bilanz zu erreichen als etwa konventionelle Dieselautos etwa. Und jetzt ist es so, dass die Steuerermäßigung für Gas ab 1. Januar wieder abgeschafft wird. Das wird die Kosten für die Deutschen deutlich erhöhen, für eine vierköpfige Familie etwa so 270 Euro im Jahr. Klingt nicht nach viel, aber für viele Familien, die ohnehin schon am Limit knapsen derzeit durch die Inflation, wird das ein Riesenproblem. Und es ist ja okay, dass man CO2 bepreist. Das macht Sinn, weil wenn CO2-Verursachung teuer ist, dann versuche ich die einzusparen. Damit würde man den Marktkräften letztendlich die Möglichkeit geben zu agieren und nicht dem Staat.
Start und wir haben vorhin über Öl gesprochen. Hier sehen wir mal neues Jahreshoch heute wieder mal für Öl und der Chef von Chevron, Mike Wirth, hat heute gesagt, also wir werden wahrscheinlich bald $100 für Öl sehen, denn wir sehen Rekordnachfrage. Wir werden einen Allzeitrekord bei der Ölnachfrage in diesem Jahr sehen und dann ist es ja wunderbar, wenn wir aus den Fossilen aussteigen, wenn insgesamt die Summe so ist, dass wir eine absolute Rekordnachfrage nach Öl sehen. Das ist natürlich auch ein Inflationstreiber. Jetzt sagt Jardini, Ed Jardini. Also das erinnert schon an die 70er Jahre, was wir da sehen. Und gleichzeitig haben wir ein explodierendes Defizit in den USA. Was kann die Fed da tun? Und die Fed hat vor der Finanzkrise, wie Alf hier zeigt, auch die Zinsen sehr lange oben gelassen. Allerdings war das damals vielleicht gar nicht so nötig, weil die Inflation eben nicht so strukturell bedingt war. Denn was das Problem hier ist, das ist nicht, dass die Zinsen so hoch sind, sondern dass sie so lange so niedrig waren und dass wir dann eine ganze Generation geprägt haben, die ohne Zinsen aufgewachsen ist, auch an den Märkten. Und das bedeutet wiederum, wenn ich den Zins abschaffe, dann schaffe ich ein Risikoparameter ab, dann kann ich Risiken nicht mehr bepreisen. Das führt zu Fehlallokation von Kapital. Das ist die Ursünde gewesen, die Abschaffung des Zinses. Und die Folge davon ist, dass trotz der Zinsanhebungen die Financial Conditions, wie hier Liz Ann Saunders zeigt, immer noch extrem lax sind, sodass die Fed eben ein Problem hat, die Zinsen zu senken. Selbst wenn wir kein Soft Landing bekommen und Nick Timiraos, das Mouthpiece der Fed, hat jetzt gesagt, also das könnte schwierig werden mit dem Soft Landing, wenn die Fed eben lange die Zinsen oben lässt, wenn die Wirtschaft zu heiß ist, wenn die Ölpreise weiter steigen. Es gibt bei Wirtschaften keine Landung, sondern nur bei Flugzeugen. Da hat er recht, aber gleichzeitig sehen wir in den Medien unglaublich viele Artikel über eine weiche Landung. Gleichzeitig sehen wir aber, dass die Streiks derzeit extrem sind, auch in den USA. Wir haben jetzt 4,1 Millionen Tage, so viel wie seit dem Jahr 2000, nicht mehr an Streiks. Derzeit ja die Autogewerkschaften, die in den USA streiken, und wie es um die Wirtschaft steht. Das zeigt der sogenannte Pizza-Indikator. Wie viel Pizza bestellen die Leute? Pizza Restaurant Spending, und wir sehen, das ist durchaus rückläufig jetzt bereits im August. Die Leute müssen sparen, weil sie ab Anfang Oktober die Student Loans zurückzahlen müssen. Kommen wir noch kurz zu etwas anderem, nämlich TSMC. Da war ja die aus meiner Sicht auslösende Meldung, war diese Reuters-Geschichte, dass wegen schwächelnder Chip-Nachfrage TSMC eben Chipmaschinen auf die lange Bank schieben will, die Lieferung derselben. Das hat heute praktisch der TSMC-Chef Wei bestätigt. Er hat gesagt, vor 3 Monaten waren wir optimistischer, jetzt sind wir es nicht mehr. Die chinesische Wirtschaft ist schwächer. Und zwar gibt es Nachfrage nach KI, aber nach KI-Demand, aber es ist nicht genug, um die insgesamt schwache Nachfrage eben wirklich zu decken. Und wenn wir jetzt nochmal zu dem Großen und Ganzen kommen, nämlich den Schulden und den Zinsen, dann sehen wir hier, nächstes Jahr müssen 7,6 Billionen an US-Staatsschulden praktisch neu refinanziert werden. Also dann müssen neue Anleihen auf den Markt gebracht werden. Und wenn die Zinsen dann noch da sind, wo sie jetzt sind, dann wird das ein sehr teurer Spaß. Da muss man schon den Jerome Powell anrufen, dass er ein bisschen druckt. Hier sehen wir mal die Entwicklung der Staatsfinanzen der USA, die Schulden immer größer, Revenue geht nach unten, Defizit geht nach oben. Also das ist schon ein ziemliches Desaster, aber nicht nur in den USA, in vielen Teilen der Welt auch. Und jetzt muss bis in zwei Wochen eine Lösung gefunden werden, sonst gibt es Government Shutdown. Der McCarthy, der Sprecher der Republikaner, ist unter Druck. Wie kriegt er diese gespaltene Fraktion unter einen Hut? Jetzt haben die Republikaner etwas vorgeschlagen, wie man sozusagen jetzt ein neues Budget verabschieden kann. Das werden die Demokraten nicht akzeptieren können. Da sind so viele Punkte drin, die für Biden und Co. absolut No-Go sind. Unter anderem sagen die Republikaner keine Gelder mehr für die Ukraine. Das wäre natürlich etwas, was Biden wahrscheinlich auch nicht so toll findet. Denn die Amerikaner haben jetzt eine zweite Baustelle immer mehr, das ist China. Die haben jetzt 103 Kriegsflugzeuge praktisch in diesen Luftraum geschickt, nachdem eine amerikanische Delegation von US-Senatoren Taiwan besuchen wird, was die Chinesen als massive Provokation empfinden. Baerbock derzeit auch im Visier der Chinesen, denn die hat praktisch Xi Jinping einen Diktator genannt, was ja völlig richtig ist, gell?
Es ist selten, dass die Frau Baerbock einmal was Richtiges sagt, aber die Chinesen sagen ja, wieso? Die kommunistische Partei ist doch das Volk, gell? Und die kommunistische Partei hat doch den Xi Jinping gewählt, der konnte es doch gar kein Diktator sein. Nein, das ist praktisch unmöglich, in dem Sinn, weil ja die kommunistische Partei das Volk ist, oder? Also dementsprechend hat es jetzt einen Ärger, also, und Ärger hat jetzt auch unser Kanzler mit der sehr ähnlichen Frisur, wie ich sie habe. Natürlich bin ich stylisch, ja, aber fast kommt er schon dran, der liebe Scholz-O-Mat. Hier wird heute ja Olearius aussagen. Der Privatbanker von der Warburg Bank, von dem Leute, die in Hamburg sich ein bisschen auskennen, wissen, dass er mit den Warburgern sehr, sehr oft zusammengesessen ist und ihn dabei gesehen haben. Und dann meint er, er kann sich daran nicht mehr erinnern. Das ist erstaunlich. Mal sehen, was das für die Ampelkoalition bedeuten wird. Jetzt drei Empfehlungen, vier genauer gesagt. Atomkraft und Energiewende. Dieser Streit zwischen Deutschland und Frankreich, hochinteressant. Da wird um die richtige Energieform gekämpft. Die Deutschen wollen Energiewende, die Franzosen sagen Atomkraft. Wer wird sich durchsetzen? Das wird für Europa eine zentrale Frage. Erste Empfehlung. Zweite Empfehlung. Die Welt hat ein Problem, ausreichend Diesel zu produzieren, weil die Russen deutlich weniger Diesel inzwischen exportieren. Zweite Empfehlung. Dritte Empfehlung. Eine große Korrektur ist unausweichlich. Die guten Jahre sind an der Börse vorbei, meint ein Kapitalmarktstratege, der echtes Geld bewegt. Dritte Empfehlung und die vierte Empfehlung. Das ist das Video von Christian Rieck, das ich anfangs erwähnt habe. Eine Philippika gegen das Gebäudeenergiegesetz. Hänge ich Ihnen unten mit dran. Also vier Empfehlungen heute, eine ganze Menge. Und jetzt sage ich Servus, ciao.